Ja, dann willkommen zum heutigen Vortrag über Hinterglasmalerei. Leider ist die Titelfolie falsch. Was ist nebenan? Nein, Schatz beiseite, was ist von hier? Bevor ich jetzt anfange, einfach mal kurz ein Handzeichen. Wer hat denn schon mal mit Rust gearbeitet von euch? Außer dem Münchner in der hintersten Reihe. Okay, keiner. Sehr gut, weil das Ganze ist eine eher nicht technische Einführung in die Programmiersprache. Ich habe es bewusst eine Einführung genannt im Sinne von, ich werde zwar einen Programmschlüssel vorstellen, aber das Ganze ist mehr High-Level. Also für Leute, die halt nicht unbedingt Rust-Kenntnisse mitbringen eigentlich und einen Einstieg in die Sprache suchen, eigentlich genau der Vortrag der Wahl im Sinne von, es werden grundsätzlich einfach mal ein paar Konzepte vorgestellt. Ich werde ein Beispielcode zeigen und dann können wir dann eigentlich auch schon in die Frage- und Antwortgeschichten einsteigen. Vielleicht mal ganz kurz ein paar Worte zu mir selbst. Hardware-Nerd durch und durch. Ich habe ursprünglich mal vor sehr langen Jahren im Bereich Betriebssystemarchitekturen promoviert. Wer von euch Java kennt, wird wahrscheinlich die Reflection API kennen mit Java 1.5 als Bestandteil des JDKs. James Gosling muss da sehr genau die Disk gelesen haben. Leider habe ich die APIs nie patentieren lassen, sonst würde ich nicht hier sitzen, sondern den Vortrag von einer Südseeinsel aus streamen, powered by Oracle. Ist leider nicht passiert, egal, ich sitze trotzdem hier. Ich mache immer noch sehr viel mit Linux. Linux habe ich damals im Rahmen der Promotion kennengelernt. Das war Mitte der 90er Jahre, wo wir ganz einfach einen experimentellen Betriebssystem Kern gebaut haben. Und wir suchten damals ein Betriebssystem für die QA und als Entwicklungsumgeber. Und genau da lief uns tatsächlich Linux Kernel über den Weg. Und seitdem bin ich mehr oder weniger mit Linux unterwegs. Was ihr hier seht, ist kein Linux-Rechner. Also es ist ein neuerer MacBook Air, da benutze ich tatsächlich BSD drauf. Ich habe mir die Maschine ganz einfach unter der Prämisse gekauft, mal irgendwann Asahi drauflaufen zu lassen. Für diejenigen, die schon mal vielleicht von gehört haben, es ist ein Linux-Port, der gerade im Entstehen ist für Apple Silicon. Ist ein Arch-Spin und ist momentan noch Beta, wird aber irgendwann mal auch Mainstream genug sein, um es auf diesem MacBook Air laufen zu lassen. Deswegen momentan noch BSD, aber irgendwann mal Linux. Ich habe eine Look am Start, die Look Frankfurt, wo ich so ein bisschen Tech-Support und ein paar andere Sachen mache. Hobbys inkludiert alles, was mit Software-Development zu tun hat, ob das nur, ich sag mal, Quality Assurance ist, ob das Methodologien sind und so weiter und so fort. Ich kümmere mich so ein bisschen daneben um IT-Sicherheit und wenn dann noch Zeit bleibt, neben meinem Podcast bin ich eine Art Package-Maintainer. Ich habe ein paar AOR-Pakete am Start. Und ich sag mal, ein bisschen Herzensblut ist seit 2,5 Jahren Linux Inlaws. Wenn ihr Podcasts liebt zum Thema Floss, guckt euch mal diesen Podcast an. Es ist, ich sag mal, quelloffene Software mit einem Spin. Im Sinne von, wir machen es vielleicht ein bisschen anders als andere Podcasts, nämlich wir haben so ein bisschen den Anspruch, humorvoll zu sein, im Sinne von schwarzem Humor und das Ganze ein bisschen locker rüberzubringen als vielleicht andere Podcasts in dem Umfeld. Guckt es euch einfach mal an. Die URL steht auf der Folie und damit soll aber auch schon die Commercial Break über sein. Wie ist das Ganze strukturiert? Ich werde kurz die Sprache positionieren. Übrigens Fragen bitte am Ende. Ich glaube, wir haben dann noch genug Zeit, um Fragen und Antworten durchzugehen. Normalerweise halte ich das Ganze ein bisschen lockerer im Sinne von, ihr dürft mich unterbrechen, aber da wir heute streamen, möchte ich euch ganz einfach bitten, die Fragen wirklich am Ende zu stellen. Ich werde die Sprache vorstellen, ich werde ein bisschen was zum Thema Paketmanagement und Cargo sagen. Diejenigen, die schon mal so ein bisschen mit Rust gearbeitet haben, beziehungsweise darüber gelesen haben, wissen, dass das der Standard-Paketmanager ist. Ich werde was zum Thema aktueller Compiler-Situation sagen und genereller Toolchain-Unterstützung. Ich werde im Rahmen einer Case-Study mal einen Code-Schnipsel vorstellen und dann sind wir aber auch schon durch mit dem Ausblick, der den Vortrag abschließt. Was ist Rust? Ich habe jetzt einfach mal so ein kleines Bildchen gemalt, für denen die Icons nicht sagen. Die Schlangen dürfen vielleicht bekannt sein, das soll Python sein, PHP brauche ich nicht groß was zu sagen. Ruby, vielleicht diejenigen, die es kennen, ist ebenfalls eine objektorientierte Skriptsprache. In den 90ern, glaube ich, von einem Japaner erfunden. Diese Sprachen haben die Gemeinsamkeit, dass sie typischerweise schwach typisiert sind, aber im Allgemeinen als Skriptsprache ausgeführt werden.
im Allgemeinen. Da hat sich in den letzten paar Jahren auch was getan im Sinne von Just-in-Time-Compilation, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Dagegenüber gibt es halt klassische Compiler-basierte Programmiersprachen, sowas wie Rust, sowas wie Perl 6, dafür steht Camilla, aber auch sowas wie Golang, das ist der kleine Gurfer in der Mitte. Der grundsätzliche Unterschied zwischen diesen beiden Ansätzen ist ganz einfach, dass typischerweise Compiler-basierte Programmiersprachen dadurch, dass sie halt den Quelltext analysieren, in der Lage sind, während der Übersetzungsphase typisches Beispiel schon eine Typüberprüfung durchzuführen und dementsprechend optimierten Code generieren können. Bei skriptbasierten Programmiersprachen wird ein Skript im Allgemeinen erst während der Ausführung interpretiert. Das merkt ihr daran, ihr schmeißt ein Python-Skript an und irgendwann ist der Python-Interpreter, kommt zum Schluss, es gibt keine entsprechende Member-Funktion in einer Klasse. Ein Compiler dagegen kann bereits diese Tatsache überprüfen, wenn er den Code übersetzt. Und das ist so, ich sag mal, der grundsätzliche Unterschied zwischen diesen beiden eher philosophischen Ansätzen. Und Rust ist jetzt ein gutes Beispiel dafür, wie man diese Sache auf die Spitze treiben kann. Weil der Rust-Compiler ist in der Lage, sowas wie ein Tab-Inferencing zu machen, wo er schon während der Übersetzung gucken kann, insbesondere bei komplexen Situationen, passen die Typen zueinander oder auch nicht. Deswegen werdet ihr typischerweise bei Variablen-Definitionen bei Rust selten eine explizite Typenangabe sehen. Weil der Compiler im Allgemeinen in der Lage ist, zu erkennen, aufgrund der Zuweisen zu einer Variable, welcher Typ bei der Definition gefragt ist. Das ist so der grundsätzliche Unterschied zwischen diesen beiden Ansätzen. Vielleicht ein bisschen Background-Information. Wo kommt das Ganze her? Das Ganze kommt tatsächlich von einer Foundation namens, oder damals noch Mozilla Research. Für diejenigen von euch, denen Mozilla nicht sagt, wahrscheinlich gibt es noch einen oder zwei, weiß ich nicht, keine Ahnung. Da haben die meisten von euch schon mal Firefox benutzt. Und von Firefox kommt tatsächlich von Mozilla. Die Geschichte ist lang, beginnt bei Netscape in Mitte der 90er Jahre. Ich werde da jetzt nicht auf die Details eingehen. Aber warum hat man vor ungefähr guten 10 Jahren gesagt, wir müssen da was anderes machen? Wenn man sich mal, und das gilt immer noch heute im gewissen Rahmen, wenn man sich mal anguckt, die Codebasis von Firefox umfasst mehrere, ja nicht Gigabyte, aber doch schon 2-Megabyte Umfang an Quellcode. Da schwingen dann so Geschichten mit wie JavaScript, XUL, was eine Frontend-Sprache ist, sowas wie C und C++. Ist eine gewachsene Codebasis. Mozilla hat damit angefangen vor guten 20 Jahren, wo es nämlich angefangen hat, die Nachfolgeversion des Mosaic-Browsers zu programmieren. Und es handelt sich hierbei um eine gewachsene Codebasis, die auch aufgrund der Tatsache, dass sie für mehrere Plattformen verfügbar sein muss, sehr, sehr komplex ist. Ich habe es mal irgendwann vor ein paar Jahren mal spaßhalber kompiliert. Das war ein 8-Kernsystem. Ich habe dafür, glaube ich, irgendwie 7 oder 8 Stunden gebraucht. Einfach mal so als Beispiel in die Menge reingeworfen. Plus der Tatsache, dass diese Komplexität natürlich auch ein Gerüttelmaß an technischer Schuld mit sich bringt. Das heißt, wenn man da irgendwo was ändert, wird es sehr schnell sehr teuer im Sinne von QA, Regressionstesting und so weiter und so fort. Plus die Tatsache, dass gewisse Teile der Codebasis nicht unbedingt performance-optimiert waren. Insbesondere gibt es einige Bereiche des C++-Codes, typisches Beispiel die Rendering-Engine, die Performance-Probleme damals hatten. Das heißt, Mozilla war vor guten 10 Jahren auf der Suche nach einem mittelfristigen Ersatz für diesen Zoo von Technologien. Und so kamen sie zu der Schlussfolgerung, wir schaffen uns eine neue Programmiersprache. Und genau das ist Rust. Ich werde gleich noch genauer darauf eingehen, was Mozilla damit genau gemacht hat. Aber seit Firefox Version 59, glaube ich, sind Teile der Rendering Engine in Rust geschrieben. Und der Anteil der Codebasis, der in Rust geschrieben ist, wächst eigentlich mit jeder Version. Ich habe es einfach mal so ausgedrückt, es ist eine schnelle, sichere und parallele Programmiersprache. In dem Sinne von, sie ist Compiler-basiert, sie ist extrem, ich sag mal, um es mal so zu formulieren, anspruchsvoll, was exakte und saubere Programmierung angeht. Da hinten wird gelacht, die Münchner Fraktion weiß, wovon ich rede. Es gibt da so ein Sprichwort, wenn man einen Rust-Compiler überzeugen kann, Code zu generieren, hat man schon die Schlacht fast gewonnen. Im Umkehrschluss gilt aber weiterhin die Regel,
wenn man da erstmal angelangt ist, muss man im Gegensatz zu C oder C++ jetzt nicht mehr so viel Aufwand drauf verwenden, den Code zu debuggen. Weil durch die Mechanismen, die ich gleich noch näher erläutern werde, der QA-Anteil am Entwicklungszyklus relativ zusammengeschrumpft ist. Das heißt, man verlagert eigentlich mehr und mehr Aufwand von der QA in Richtung Entwicklung. Für diejenigen, die schon mal C, C++ oder andere systemnahe Programmiersprachen benutzt haben, um Applikationen zu schreiben, wissen vielleicht, Stichwort Memory Management, dass es da so gewisse Herausforderungen gibt. Da hinten wird schon genickt. C++ ist da vielleicht ein bisschen besser als C, weil es schon einige Konstrukte mitbringt, die einem da schon so ein bisschen die Sachen abnehmen. Aber diejenigen, die vielleicht mal etwas intensiver C programmiert haben, kennen das Problem, man alloziert einen Speicherbereich, dann benutzt man den und dann vergisst man, den entweder freizugeben oder man gibt ihn frei und andere Teile vom Programm wollen ihn dann doch wieder benutzen. Typisches Beispiel Dangling Pointer Problem oder Null-Pointer-Problem ist vielleicht bekannt. Und diese Fehler haben die unangenehme Eigenschaft, zum Teil A, sehr, sehr spät erst entdeckt zu werden, nämlich dann, wenn im schlimmsten Fall schon der Code die QA verlassen hat, und auch zum Teil je nach, ich sag mal, Komplexität der Codebasis auch sehr, sehr schwer zu finden sind im Bereich Root-Cause-Analysis, weil irgendwo knallt was, aber man weiß nicht genau warum. Erst wenn man da mal genauer hinguckt und mal beispielsweise die Invocation Chain durchgeht, mal sich einen Stacktrace anguckt und dann mal irgendwo feststellt, dass 3, 4, 5, 6, 7 Stufen oben drüber irgendein Speicherbereich nicht so war, wie er sein sollte, aber das Problem manifestiert sich eben ganz woanders. Und das macht diese Geschichte so unheimlich kompliziert. Deswegen halt auch so Geschichten wie bei Java, wo man schon Mitte der 90er gesagt hat, wir brauchen eine Sprache, die einen Garbage-Collection-Mechanismus hat. Insbesondere bei Skriptsprachen ist das Standard mittlerweile. PHP, Perl, Python und wie sie alle heißen, die Sprachen haben eine Gemeinsamkeit, nämlich sie haben Garbage-Collection vom Start an dabei. Was die Sache zum Teil einfacher macht, weil man muss sich jetzt nicht mehr mit Speicherverwaltung rumschlagen, aber nicht unbedingt effizienter. Ich kann mich noch an die sehr alten Java-Versionen erinnern. Die hatten einen Garbage Collection Mechanismus am Start, der unter Umständen mal die VM angehalten hat, also die Java Virtual Machine. Da lief dann mal auch eine halbe Minute gar nichts, während die JVM halt den Speicher aufgeräumt hat. Python und andere Programmiersprachen sind ein bisschen besser. Die haben generative oder sowas wie inkrementelle Garbage Collection am Start, aber es ist immer noch ein Thema. Deswegen war schon die Idee bei Rust, wir machen so eine Art Zwischending, auf die Details gehe ich gleich noch genauer drauf ein, und definieren aber Mechanismen, und die Typisierung ist ein ganz wesentlicher Baustein davon, wo wir sicherstellen, dass wir Code erzeugen können, der diese QA-Phase sehr, sehr stark zusammenschrumpfen lässt. Das ist so die Philosophie, die hinter Rust steht. Und wir wollen natürlich eine Programmiersprache am Start haben, die A, performant ist und B, die für systemnahe Programmierung eingesetzt werden kann. Wenn man sich heute mal die Projekte, die so in Rust geschrieben werden, ich werde da gleich noch genauer drauf eingehen, wenn ich mal ein paar Projekte vorstelle, die Rust benutzen, wird man feststellen, das geht von Tor, also The Onion Router, bis hin zu dieser Rendering Engine bei Firefox und Freunden. Ebenfalls ganz wichtig, wenn man sich heutzutage mal Programmiersprachen anguckt, insbesondere die erfolgreichen, die bringen ein umfangreiches Modulökosystem mit, was in den allgemeinen Fällen auch noch durch einen Paketmanager unterstützt wird. Beispiele CPAN für Perl, sowas wie PyPy für Python, sowas wie Cargo.io für Rust oder sowas, wie heißt bei Ruby? Gems. Dankeschön, Gems, ganz genau. Selbst C hat ja mittlerweile sowas am Start wie Conan, dankeschön, ganz genau. Publikum, genau. Insbesondere interessanterweise in Python geschrieben, meines Wissens. Aber trotzdem ein Schritt nach vorne im Sinne von selbst Programmiersprachen, die sowas nicht am Start hatten von Anfang an, haben sowas mittlerweile als de facto Standard dabei, ganz einfach zu sagen, wir möchten nicht das Rad gerade nochmal neu erfinden. Und Boost, glaube ich, hat ja den Anfang gemacht mit einer Betriebssystemabstraktion im Bereich C++, die schon irgendwo wegweisend war. Und wir möchten halt
den Entwicklungszyklus, den wir haben, nicht durch das Neuerfindungsrad jeweils entsprechend verlängern, sondern wir brauchen halt ein Modulökosystem. Und ganz ebenfalls wichtig bei Rust, der Fokus ist auf Standardisierung. Das sieht man insbesondere bei der Standard Library, wie man es ja auch bei anderen Programmiersprachen hat, sowas wie Python, aber auch sowas wie Java in den neueren JDK-Versionen oder natürlich auch Perl. So, das sind so, ich sag mal so im Schnelldurchgang die wesentlichen Aspekte von Rust. Jetzt gehen wir mal auf die einzelnen Mechanismen ein. Ich hatte es eben schon kurz erwähnt. Was Rust wirklich unterschiedlich macht zu anderen Programmiersprachen, ist Memory Management. Man hat eben keine Garbage Collection und das Ganze ist ausgelegt für Geschwindigkeit. Es gibt ein paar Regeln und da tun sich insbesondere Anfänger damit doch ein bisschen schwerer, insbesondere dann, wenn sie von Sprachen kommen, die eine Garbage Collection am Start haben. Die Regeln im Schnelldurchgang, jede Variable hat einen Besitzer zu einem entsprechenden Zeitpunkt. Deswegen gilt auch Regel Nummer 2, wenn man Variableninhalte in andere Scopes, also das heißt andere Sichtbarkeitsstrukturen verlagert, wechselt der Besitzer. Typisches Beispiel, man definiert eine Variable in einer Funktion, ruft eine andere Funktion auf und im Rahmen von diesem Funktionsaufruf wechselt der Besitzer der Variable von der aufrufenden Funktion zur aufgerufenen Funktion. Und der Default-Fall bei Rust ist, der Speicherbereich verlässt den Scope und wird damit freigegeben. Es sei denn, man sagt dem Compiler was anderes. Und das ist halt so, ich sag mal, die Grundannahme, die Rust so trifft. Nun, wie man sich leicht vorstellen kann, gibt es da Use Cases, wo das wenig Sinn macht. Insbesondere, wenn man sagt, okay, ich habe hier einen Scope und der Variableninhalt muss halt weiter bestehen, selbst wenn ich den Scope verlasse. Beispiel, ich definiere eine Variable in einem Funktionsaufruf und gebe die an die aufrufende Funktion zurück. Ich verlasse den Scope, wenn die Variable dann freigegeben wird, kann der Aufrufer damit nichts mehr anfangen. Und genau da kommen dann so Mechanismen zum Schwingen, sowas wie Referenzen, aber auch Borrowing oder auch Lifetimes, wo man dem Compiler explizit sagen kann, pass mal auf, im Gegensatz zu dem Default-Fall, behandelst du bitte diese Variable anders. Ebenfalls ein wichtiger Unterschied zu anderen Programmiersprachen. Per Default sind Variablen in Rust read-only. Das heißt, man definiert einmal den Inhalt einer Variable. Ob das nur ein Skalar ist oder ein Array, macht keinen Unterschied. Und danach kann nicht mehr verändert werden. Es sei denn, man sagt dem Compiler explizit, wenn man die Variable definiert, pass mal auf, ich schreibe da MUT hin, das heißt mutable, und dann kann die Variable während der Laufzeit verändert werden. Andernfalls nimmt der Compiler an, die Variable ist, wie sie definiert wurde. Ganz wichtig. Auch ein beliebter Anfängerfehler, aber Gott sei Dank merkt der Compiler natürlich, ich versuche einen Wert einer Variable zuzuweisen, die eben nicht mit MUT definiert wurde und generiert eine entsprechende Fehlermeldung. Weitere Hinweise, Entschuldigung, vielleicht könnt ihr die Fragen zum Schluss... Okay, Dankeschön. Rust ist keine wirkliche objektorientierte Programmiersprache. Sie hat Mechanismen, die man in anderen OOPLs anspricht, aber momentan, und ich rede von 2021, 2022, ist sie nicht wirklich objektorientiert. Typisches Beispiel, sie kennt keine Vererbung. Sie kennt zwar sowas wie Abstract Data Types, aber die klassischen Mechanismen einer typischen OOPL fehlen halt. Sowas wie Vererbung, sowas wie Polymorphismus und so weiter und so fort. Die Reise geht dahin und das sieht man an den RFCs. An RFCs sind es vergleichbar, wer Python kennt, kennt PEPs wahrscheinlich oder auch andere Mechanismen, um die Sprache weiterzuentwickeln. Man sieht ganz klar die Tendenzen, dass sich Rust irgendwie sehr stark in Richtung OOPL entwickelt, aber es ist noch keine vollständige objektorientierte Programmiersprache. Grundsätzliche Abstraktionen, man hat sowas wie Enums, die aber wesentlich mächtiger als C oder C++ basierte Enums sind. Wer schon mal C oder C++ basiert programmiert hat, weiß, das ist im Prinzip eigentlich eine Konstantendefinition und der Compiler zählt das so ein bisschen hoch. Im Gegensatz dazu beispielsweise kann man in Enums in Rust auch Structs, also strukturierte Datentypen, implementieren. Da sind wir gerade beim wichtigen Stichwort. Typischerweise werden abstrakte Datentypen in Structs definiert. Das sind, ich sag mal, abstrakte Datentypen, wie man sie auch aus anderen
Programmiersprachen, der kennt sowas wie Structs in C++ oder auch C. Generics sind vergleichbar mit Templates in Java. Das heißt, man hat eine generische Implementierung einer, ich sag mal, einer Funktionalität, typisches Beispiel eines Stapels. Das heißt, ein Stapel, da kann man Werte drauflegen, da kann man Werte von runternehmen, man kann nachgucken, ob der Stapel leer ist, man kann einen Stapel anlegen und so weiter und so fort. Und dann sagt man, während der Instanzierung dieses Types, ich hätte gern einen Stapel, der Integers verarbeiten kann, also Ganzkommazahlen. Ich hätte gern einen Stapel für Strings oder ich hätte gerne einen Stapel für Gleitkommazahlen. Das sind so die sogenannten Generics, das heißt eine abstrakte Implementierung einer Funktionalität, die dann bei der Übersetzung durch einen Typ ergänzt wird. Ist jetzt nicht Rust-spezifisches, analoge Mechanismen hat man in Java, C++ und wie sie alle heißen. Traits, wer andere Programmiersprachen, sowas wie Scala oder auch Kotlin, glaube ich, kennt auch Traits oder Mixins, wie man sie im Allgemeinen nennt. Das heißt, man kann verschiedene Interfaces in Java gehen in dieselbe Richtung. Man kann halt verschiedene Funktionalitäten aus verschiedenen Implementierungen von Datentypen zusammen miteinander kombinieren und erhält dann, ich sag mal, sowas Ähnliches wie eine abgeleitete Klasse in puren Programmiersprachen. Ich vereinfache das gerade so ein bisschen, aber um das ganz einfach mal bildlich darzustellen. Anderswo nennt sich das Ganze Mixins, aber man kann damit so eine Art Quasi-Inheritance hinbekommen. Der Takeaway allerdings hier ist von diesen ganzen Mechanismen, die wir hier haben, diese Mechanismen stellen die Grundlage dafür, eine strikte Typprüfung bereits während der Übersetzung. Das heißt, der Compiler kann sich ganz genau angucken, typisches Beispiel Generics. Passt eine Operation, die ich für einen Typ instanziere bei einem Generics, passt die wirklich zum Typ? Also typisches Beispiel, Beispiel im Sinne von, ich habe eine Mengenoperation und ich möchte gerne eine Schnittmenge bilden. Bei Mengen ist das kein Thema, aber ich kann natürlich nicht das Ganze bei Strings machen. So, ich kann beispielsweise auch nicht Strings so einfach addieren, wie ich das mit Ganz- oder Gleitkommazahlen machen kann. Und genau diese Typüberprüfung kann der Compiler bereits bei der Übersetzungszeit machen. Und das sind so, ich sag mal so, die Takeaways, wie ein Compiler bereits während der Übersetzungsphase sehr, sehr effizienten Code erzeugen kann, bereits auch optimierten Code. Gehen wir mal weiter bei den Mechanismen, die so dahinter stehen. Analog zu anderen Programmiersprachen haben wir eine Paketierungshierarchie. Module beinhalten Structs, Enums und Implementations. Implementations typischerweise, wie gesagt, die Implementierung von Abstract Data Types. Ganz im Allgemeinen ganz einfach vergleichbar mit Namespaces, wie man sie auch aus anderen Programmiersprachen wie Python oder C oder C++ oder C# erkennt. Crates sind eine Sammlung von Modulen, anderswo auch Packages oder Libraries genannt, die dann auch auf crates.io zu finden sind, nämlich das ist das Package oder das Ökosystem, das eine Sprache, die da Rust heißt, so mit sich bringt. Crates.io ist die Crate Registry, die standardmäßig von Cargo und anderen Tools benutzt wird. Typisches Beispiel, man listet die Abhängigkeiten in einer sogenannten cargo.toml-File und Cargo ist in der Lage, auf crates.io oder auf anderen Repositories nachzugucken, gibt es die Module oder gibt es die Crates? Ja, es gibt es. Und welche Abhängigkeiten bringen wiederum diese Crates mit? Das heißt, was Cargo macht, wenn es ein Programmpaket zu übersetzen, es löst die Abhängigkeiten auf, lädt den Quellcode runter von crates.io, kompiliert den Quellcode lokal, kompiliert aber auch dann die Abhängigkeiten lokal. Was die unangenehme Eigenschaft hat, dass Bildumgebungen bei Rust sehr schnell sehr groß werden können. Hat aber auf der anderen Seite auch den Vorteil, man bekommt für sein Betriebssystem, für seine CPU-Architektur den optimalen Code, weil dann eben keine Binaries runtergeladen werden wie bei anderen Systemen oder irgendwelche, ich sag mal, vorkompilierten Geschichten,
PYC-Geschichten beispielsweise, wenn bereits bei Python ein vorkompiliertes Wheel runtergeladen wird oder ein vorübersetztes Wheel, sondern bei Rust gilt die Prämisse, wir laden Quellcode runter, wir kompilieren den Quellcode lokal, wir haben damit volle Kontrolle über die Kompilation. Das ist so die Philosophie hinter diesem Build-System. Ich habe da mal einfach mal hingeschrieben, Make on Speed. Cargo bringt neben der Abhängigkeitsresolution noch ein paar andere Geschichten mit. Typisches Beispiel, man kann Cargo sagen, mach mal einen Debug oder mach mal ein Release-Build. Cargo weiß dann automatisch, welche Optimierungs-Switches er dem Compiler mitgeben soll. Was einen gewissen Charme hat, wenn man, ich sag mal, doch relativ umfangreiche Crate-Ökosysteme hat. Typisches Beispiel, es gibt ein Tool namens RipGrab, vielleicht schon mal von gehört. Sowas wie Silver Surfer, AG oder sowas, im schlimmsten Fall auch sowas wie grep -r. Also ein Tool, was auf einer Directory-Hierarchie Dateien durchsucht, nach Mustern, wie das grep halt so macht. RipGrab hat jetzt den angenehmen Charme, es ist inhärent sehr, sehr multiparallel interprogrammiert, also Multithreading. Und es ist jetzt intelligent genug, um festzustellen, auf welche CPU-Architektur laufe ich hier und kann ich typisches Beispiel SIMD, Architekturspezifika, benutzen. Also Single Instruction Multiple Data, was so moderne CPUs am Start haben, so wie Intel, so wie ARM und wie sie alle heißen. Das heißt, dadurch kann RipGrab halt die Sachen sehr, sehr effizient und sehr, sehr performant durchsuchen. Und Cargo ist jetzt in der Lage zu sagen, okay, die Abhängigkeiten, die RipGrab so mit sich bringt, werden entsprechend für die jeweilige Zielarchitektur komplett optimiert lokal übersetzt. Das ist so die Idee dahinter. Wenn man RipGrab zum ersten Mal kompiliert, dauert es auf dieser Maschine, ich vermute mal, ungefähr eine Minute. Weil es werden ca. 120 Pakete und inklusive Abhängigkeiten runtergeladen und kompiliert. Aber man hat dadurch ein sehr, sehr, ich sag mal, bereits nach der ersten Kompilation ein optimal kompiliertes System vor sich, was direkt produktiv gestellt werden kann. Vorausgesetzt, man geht bei Cargo Build --release an. So, andere Spracheigenschaften beinhalten sowas wie Closures, das heißt anonyme Funktionen, für diejenigen, die schon mal Python programmiert haben, Lambdas auch genannt. Also vielleicht kurz eine Nebenbemerkung. Ich habe es heute Morgen schon mal im Frühstück erwähnt. Diejenigen, die in der Cafeteria saßen, erinnern sich vielleicht an meine Bemerkung, in den letzten 30 Jahren gab es jetzt nicht so viel Innovation bei den Sprachen. Nein, wenn man sich mal Python anguckt, wenn man sich mal Rust anguckt, also alle Sprachen, die in den letzten, ich sage einfach mal ketzerisch, 20, 25 Jahren erfunden wurden, ja, sie bringen einige neue Konzepte mit, aber fundamentale Geschichten haben sich jetzt nicht so groß verändert. Closures gab es schon in den 60er Jahren, Stichwort Lisp, hat sich jetzt, wie gesagt, in den funktionalen Sprachen ist sowas gang und gäbe. Deswegen, ja, Innovation, aber ketzerisch formuliert doch eher alter Wein in neuen Schläuchen hier und da. Egal. Und wie gesagt, nächster Punkt ist sowas wie Makros. Im Gegensatz zu anderen Programmiersprachen sind Makros in Rust typisiert. Das heißt, auch hier ist der Compiler in der Lage, bereits während der Übersetzung festzustellen, passt ein Typ von einem Makro an den Ort, wo es benutzt wird oder auch nicht. Das sieht man insofern daran, dass die Abstract Syntax Tree Verwaltung, das heißt analog zu Python, kann ich bei Rust in den AST eingreifen, ebenfalls von diesem Merkmal Gebrauch macht, weil die AST Verwaltung ist größtenteils in Makros programmiert. Und da hilft natürlich eine Typisierung enorm, weil da wiederum kann der Compiler bereits während der Übersetzung sagen, passt oder passt nicht. Analog zu Golang und anderen Programmiersprachen ist Multiprocessing und Multithreading bereits in die Standardbibliothek eingegossen. Golang hat sowas wie Kanäle und Signale und Rust geht da noch ein bisschen weiter. Insbesondere hat man hier halt mehrere Alternativen am Start. Und damit sind wir direkt beim nächsten Merkmal. Rust bringt analog zu Python und anderen Geschichten eine sehr, sehr umfangreiche Standardbibliothek mit. Das reicht von den üblichen Verdächtigen wie Fließkommazahlenunterstützung, umfangreiche String-Bibliotheken bis hin zu generier mir doch mal eine UUID, Kalender- und Time-Funktionen. Also ich sag mal so, wofür Python ungefähr 30 Jahre gebraucht hat oder 25, hat Rust ungefähr 10 am Start. So ganz grober Vergleich. Und deswegen gilt weiterhin, also wenn ich Python programmiere, ich gucke ganz einfach mal, was steht auf PyPy.
Und genauso mache ich das bei Rust auch. Ich gucke erstmal nach, welche Geschichten gibt es schon entweder in der Standardbibliothek oder auf crates.io, und dann schreibe ich halt den Glue-Code. Der Rest, der noch implementiert werden muss. Weil, warum soll das Rad eben nur erfunden werden? Okay, dann kommen wir jetzt mal zur Case Study. Ich hoffe, man kann das ein. Dazu muss ich erstmal den Vortrag verlassen, wenn das dann auch so klappt. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen, was das Teil macht. Ich werde da relativ schnell durchgehen. Es ist ein kleiner Webserver. Ich gehe da jetzt nicht durch die ganzen Einzelheiten des Codes durch, aber nur damit einfach mal so einen Eindruck bekommen, wie mächtig doch Rust ist und wie schnell man damit relativ, ich sag mal, mächtigen funktionalen Code erzeugen kann. Ein Webserver macht typischerweise nichts Folgendes: Er bindet sich an Port, nimmt einen Request entgegen, macht damit irgendwas und gibt irgendwas zurück. Das ist so standardmäßig, wie so Apache, Nginx und wie so und Lite HTTP und wie sie so alle heißen, funktionieren. So. Nichts anderes macht das Teil hier auch. Es macht einen Socket auf, sagt, pass mal auf, binde dich nicht an eine spezielle IP-Adresse, sondern in irgendeine. Das heißt, alle NICs, die du am Start hast, bitte da Port 8080 benutzen. Und damit hat man da schon im Variable Listener einen TCP-Socket stehen. Unwrap sagt ganz einfach nur, und Unwrap ist ein typisches Standard-Sprachkonstrukt in Rust. Guck dir bitte den Return-Wert an, und ist ein Fehler, bitte schmeiß eine Exception. Das ist so Unwrap. Oder wenn es halt funktioniert, weiß bitte den Return-Wert der Variable Listener zu. Das ist so die Semantik hinter Unwrap. Dann, wie anderswo auch, for im Gegensatz zu C oder C++. In den alten Tagen oder ursprünglich kann ich nur zählen, sondern for heißt ganz einfach nur machen Schleife. Und zwar so lange, bis Listener Incoming ein For zurückgibt. Das heißt, typisches Beispiel: Der Port wurde geschlossen oder das Betriebssystem hat dann gesagt, irgendwie Programmende oder sowas. Stream ist quasi der Wert, den Incoming zurückgibt, also der Return Value. Und da sieht man dann auch schon wieder, es kann entweder okay oder error sein. Und genau das macht implizit Unwrap oben ebenfalls. Error heißt, irgendwas ist bei dem Incoming schiefgelaufen. Entweder der TCP-Stream brach ab oder irgendwas anderes passierte auf Protokollebene oder. Oder im Idealfall ist es okay gelaufen. Und dann mache ich Folgendes: Ich nehme mir den Inhalt des Streams und erzeuge einen Thread, der dann im Prinzip diesen Stream oder den Inhalt des Streams bearbeitet. Und genau das passiert in diesem Thread Doppel 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 Doppelpunkt Doppelpunkt Spawn. Die anonyme Funktion heißt, oder die Closure heißt hier tatsächlich Funktionsaufruf Handle Client. Und hier sieht man es auch schon wieder. Das, was ich hier mache: Ich übergebe Handle Client den Stream. Und damit wechselt der Besitzer von dieser Variable Stream in Handle Client. Oder nach Handle Client. Handle Client macht jetzt nichts anderes als, er ruft zwei weitere Funktionen in diesem separaten Thread auf, nämlich Handle Read und Handle Write. Das heißt, ich mache eine Analyse, was steht in dem Paket drin, was ich gerade bekommen habe, in dem HTTP-Paket, und erzeuge wiederum eine Response. Das, was, wie gesagt, andere Webserver ebenfalls machen. Mit dem Unterschied hier: Ich mache hier nichts Besonderes, weil ich packe die Sache hier aus. Das mache ich hier in diesem Match-Statement und drucke die ganze einfach aus. Dann kannst du auch mal zu gucken, was hat mir denn Klientenseite geschickt. Sollte hier ebenfalls irgendwas schief gehen, drucke ich eine Fehlermeldung aus. Handle-Write ist schon ein bisschen komplizierter, weil ich gebe hier eine Response zurück, die dynamisch erzeugt wird. Das heißt, für diejenigen, die es kennen, Fortune ist ein externes Programm, gibt es auch auf Linux-Basis. Hier steht es, weil es ein BSD-System ist, halt, ich benutze hier Homebrew, wie man unschwer sehen kann. Es steht halt, ob Homebrew bin, steht halt Fortune. Bei Linux ist meistens, glaube ich, User Games oder User Games bin oder sowas, oder User bin Fortune. Für diejenigen, die es nicht wissen: Fortune ist ein kleines Cookie-Programm. Man ruft Fortune auf, bekommt einen String zurück mit einer sogenannten Message of the Day oder einem sogenannten Cookie. Nichts anderes. Wird aus unserer Datenbank gelesen, ist circa 50 Jahre alt oder so, oder 45, kommt aus den ursprünglichen Unix-Zeiten, hat sich jetzt von der Semantik her nicht so viel geändert. Was das Teil hier macht, ist, ruft dieses externe Binary auf, es greift sich den String, den das Teil zurückgegeben hat, und macht einen Unwrap. Dann
greift es sich den String, packt den in einen HTTP Response Body ein und schickt den über den Socket zurück. Und genau das war es aber auch schon. Man sieht also, mit diesen paar Zeilen, und wir reden hier von 7 Zeilen, damit kann man den Write-Teil oder den Response-Teil eines Webservers implementieren. Das Ganze ist relativ mächtig, weil die Magie findet eigentlich in der Standard Library statt. Typisches Beispiel, wie packe ich die Response in ein HTTP-Paket ein? Wie extrahiere ich Strings? Und so weiter und so fort. Das muss ich nicht alles selbst erfinden. Genau das passiert hier in diesen Standard Library-Aufrufen. Schmeißen wir das Ding einfach mal an. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Gestartet wird das Ganze mit, genau, bevor ich es vergesse, man hat natürlich auch noch diese cargo.toml-File. Cargo.toml heißt einfach nur, welche Abhängigkeiten ein Rust-Programm hat und was sonst noch zu beachten ist. Und hier ist wirklich die Minimalversion. Es gibt bei Rust verschiedene Editions, die dem Compiler sagen, welcher Sprachstandard hier zu benutzen ist. Das ist in dem Fall 2021, das ist die letzte Major Revision. Meine Version. Und weil es halt nur Standard Library Funktionalität benutzt, ist die Liste Dependencies, die Cargo runterladen muss, leer. Was die Sache enorm vereinfacht, wenn man den Kram übersetzt und ausführt. So, dann mache ich da mal Folgendes, sage ich mal Cargo Run. Und er soll jetzt einfach mal den Release Build ausführen. Was er macht den Port auf und sagt, pass mal auf, ich bin bereit für Verbindung. Und wenn der Browser jetzt mal mitspielt, machen wir mal einen Reload. Und dann habe ich auch schon meinen Cookie am Bildschirm. So, was jetzt im Hintergrund passiert ist, und das sieht man hier relativ deutlich, es kam ein GET-Request rein, das Programm hat ihn ausgepackt, hat den Inhalt des Requests ausgedruckt, genau das, was wir gerade im Quellcode gesehen haben, und hat einen Response zurückgegeben. Da stehen dann so Geschichten drin wie User Agent und so weiter, also die typischen HTTP-Geschichten. Und man sieht doch, im Quintessenz im Allgemeinen doch, wie einfach so ein Programm zu programmieren ist und wie schnell man hier einen Minimal-Webserver implementieren kann. Und das ist eigentlich so, mal einfach so als Minimal-Case-Study, einfach mal so ein Einblick darin, wie man mit Rust eigentlich sehr schnell Funktionalität an den Start bekommt, die dann auch noch sehr, sehr performant ausgeführt werden kann. Machen wir mal weiter mit der Präsentation. So, Rust oder der Compiler ist natürlich nicht allein unterwegs. Es gibt eine umfangreiche IDE-Unterstützung. Sowas wie VS Code, ihr habt es gerade schon gesehen, aber auch IntelliJ, IDE haben Plugins für das Rust-Ökosystem. Eclipse bringt ebenfalls eine volle RS-Unterstützung mit. In dem Fall RS steht für Rust Language Server. Also Language Server ist wahrscheinlich bekannt. Ein Standard, den mittlerweile auch Emacs kann, nämlich wo die Programmiersprachen spezifischen Funktionalitäten in einen Language Server ausgelagert werden, der dann dem Editor sagt, pass mal auf, du musst hier so und so Syntax-Highlighting durchführen und so weiter und so fort. Das ist so die Funktionalität eines Language Servers. Dann analog zu anderen Programmiersprachen, man kann im Standard-Compiler sagen, pass mal auf, entweder du kompilierst mir das lokal in meinem Home-Verzeichnis oder du machst halt systemweit. Für diejenigen, die Python kennen, sowas wie pip --user, vergleichbar von der Funktionalität her. Für Debugging-Funktionalität hat man sowas wie GDB am Start, aber auch LLDB. Jetzt muss man dazu sagen, wenn man sich Rust-C, das ist der Compiler, der hinter Rust steht, mal genauer anguckt, das ist ein LLVM-Ökosystemmitglied. Das heißt, analog zu GCC, analog zu CLang muss man jetzt aber sagen, es hat ein Rust-Frontend und der Rest wird schon in der Low-Level-Virtual-Machine abgefackelt. Das ist so die Philosophie hinter den meisten modernen Compiler-Familien. Und das Rust-Projekt hat sich jetzt ganz einfach LLVM gegriffen als Compiler-Backend. Funktioniert ganz gut, aber natürlich konnte die GNU-Gemeinde nicht hinten vorbleiben. Deswegen hat man jetzt auch GDB in Richtung Rust getrimmt, beziehungsweise hat Debugging-Funktionalität auch für Rust in GDB implementiert. Die üblichen Verdächtigen in Richtung von Plattformen werden unterstützt. Mainstream, es gibt aber mittlerweile auch sehr, sehr viele Embedded-Plattformen, für die Rust verfügbar ist. Die Hardware ist
wird laufend erweitert. Ich habe einfach nur mal hier so ein paar Architekturen aufgeführt. Das Rust-Projekt selbst unterscheidet da verschiedene Tiers. Tier 1 heißt volle QA, Tier 2 heißt, wir machen prinzipiell eine QA, machen aber im Gegensatz zu diesen Tier 1-Geschichten eher eine abgespeckte Geschichte. Und dann gibt es noch so die sogenannten Experimental Builds, sowas wie MIPS, PPC, aber auch sowas wie vor einigen Jahren noch RISC-V, was aber mittlerweile sich auch schwer in Richtung Sternchen bewegt. Was man damit aber umkehrschluss sieht, ist die CPU-Unterstützung für Rust ist im Wachsen begriffen. Insbesondere, wie gesagt, schon im Bereich Embedded-Umfeld. Und mittlerweile, glaube ich, ist auch eine 390-Unterstützung verfügbar für diejenigen, die tatsächlich auch Rust auf dem Mainframe laufen lassen wollen. Auf der Linux-Distribution ihrer Wahl. Wir fassen einfach mal kurz zusammen. Wir haben eine stark typisierte, schnelle Programmiersprache am Start mit einem umfangreichen Ökosystem und damit auch irgendwo ideal für sichere Systemprogrammierung. Jetzt kommen die Nachteile. Ich habe es eben schon kurz erwähnt. Wir haben es eben auch schon von der Münchner Fraktion durch Nicken bestätigt bekommen. Die Lernkurve kann schon relativ steil sein. Insbesondere dann, wenn man von anderen Programmiersprachen kommt, die doch andere Mechanismen einsetzen. Typisches Beispiel: Man hat keine Garbage Collection am Start und die Memory-Verwaltung ist eher gewöhnungsbedürftig. Es ist keine richtige objektorientierte Programmiersprache, noch nicht. Stay tuned. Die Basis ist da. Es ist eigentlich eine Frage von den entsprechenden RFCs, dass die Sprache entsprechend ergänzt wird. Und mich fragen immer Leute hier und da mal, ich kann noch nicht programmieren, welche Programmiersprache würdest du mir empfehlen? Meine Standardantwort ist dann, wie viel Zeit hast du? Hast du wenig Zeit, nimmst du sowas wie Python oder sowas wie Ruby oder andere Geschichten. Hast du sehr viel Zeit und sehr viel Muße und bist frustrationstolerant, dann guck dir mal Rust genauer an. Man lacht hier, nein, aber also ich würde die Sprache keinem Anfänger empfehlen, der vorher noch nicht programmiert hat. Aus besagten Gründen, weil, wie gesagt, man will ja da eine Programmiersprache am Start haben, wo man sehr schnell Erfolgserlebnisse hat. Deswegen sowas wie Perl, Python, wie soll heißen. Und wenn man dann mal sagt, okay, ich habe die Basics verstanden, wie funktioniert eine Schleife, was hat das mit den Variablen auf sich, was ist eine Klasse und so weiter und so fort, dann kann man sich vielleicht danach mal im zweiten Schritt mal Rust angucken. Insbesondere wenn man dann mal sagt, okay, ich habe es verstanden und jetzt gucke ich mal fortgeschrittene Konzepte an. Meine Meinung, andere Leute mögen das anders sehen. So. Jetzt kommen wir auch schon zu dem Stand der Dinge bzw. dem Ausblick. Es gibt seit Februar 2021 eine Foundation zum Thema Rust. Böser kommerzieller Teaser. Die In-Laws werden Rebecca Rumbul am Start haben am Dienstag, wenn mich alles täuscht. Die Folge wird wahrscheinlich so im Januar nächsten Jahres erscheinen. Rebecca Rumbul ist die CEO von der Rust Foundation. Das heißt, wer dann mal einfach mal hören möchte, was es mit der Foundation genau am Start hat, don't miss this episode. Hinter der Foundation stehen so kleine Firmen wie der Buchladen, Microsoft, aber auch die Suchmaschine, Mozilla natürlich selbst und so weiter und so fort. Es gibt, und ich glaube, die Referenz ist in Quellennachweisen, es gibt eine Präsentation von Microsoft aus dem Jahre 2021 oder 2020, wo ein doch relativ hochaufgehender Architekt gesagt hat, C++ und C-Sharp, also die bisherigen Workhorses einer Microsoft, werden gerade flächig durch Rust ersetzt, aufgrund der Vorteile, die diese Programmiersprache als Technologie so mit sich bringt. Insbesondere hat sich Microsoft mal angeguckt, im Rahmen von einigen Beispielprojekten, wie es denn so um die technische Schuld bestellt ist. Also wo ein Softwarekonzern dieser Größe richtig Kohle reinbuttert, um es mal volkstümlich auszudrücken, was so Kosten und Aufwand für Support und Maintenance angeht. Und wo Rust schon einige Vorteile hat, im Gegensatz zu den bisherigen Technologien, sowas wie C-Sharp und C++. Man sieht das auch anderswo im ähnlichen Umfang, aber wenn ein Microsoft sagt, wir sind dabei, gerade unsere bisherigen Technologien durch Rust zu ersetzen, dann spricht das schon eine relativ eindeutige Sprache irgendwo. Ich habe einfach jetzt mal so ein paar Beispielprojekte aufgeführt, die Rust mehr und mehr benutzen. Mozilla ganz klar mit Servo und Quantum, das sind so Teile der Browserinfrastruktur. Google hat sich committed, Factshare, den ich sage, also als Android-Nachfolger wird primär Rust benutzen, im Gegensatz zu Java oder Kotlin. Man kann mittlerweile auch Rust für Android benutzen und mehr Teile von Chrome sind ebenfalls in Rust geschrieben.
Wesentliche Teile von Azure sind ebenfalls in Rust, insbesondere die IoT-Komponenten sind ebenfalls in Rust implementiert. Redis Labs, Full Disclosure, ich habe bis vor ein paar Monaten für Redis gearbeitet. Deswegen, ich habe es ganz einfach mal hier auch als Beispiel angeführt. Die Redis-Module sind Servererweiterungen, die aus einer, ich sag mal, eher generischen NoSQL-Datenbank eine applikationsspezifische Datenbank machen. Also typisches Beispiel, vergleichbar in Funktionalität mit Mongo für Dokumente, sowas wie Influx für Time Series und so weiter und so fort. Diese Module werden in den Server geladen, wenn der Server hochfährt. Die ursprünglichen Module waren C programmiert, analog zu der Serverbasis von Redis. Aber mehr und mehr ist Redis Labs oder Redis, wie die Firma heute heißt, dazu übergegangen, Rust als Implementierungssprache zu benutzen. Insbesondere sowas wie bei Redis JSON. Redis JSON 1 war in C programmiert, Redis JSON 2 war schon in Rust programmiert. Es gibt eine FOSDEM-Präsentation aus dem Jahre 2020 von mir zu dem Thema, für diejenigen, die es interessiert, die dann auch einen Benchmark beinhaltet, wo man einfach mal sehen kann, welchen Overhead man für Rust bezahlt im Gegensatz zu C. Zahlen und Metriken sind in der Präsentation, finden wir auf YouTube und anderswo. Und natürlich gibt es noch ein kleines Beispielprojekt oder nicht zu unterschätzender Natur. Insbesondere gibt es jetzt eine Kernel-Erweiterung für Linux, die es ermöglicht, Rust ebenfalls einzubinden. Die gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Es gibt eine E-Mail aus dem Jahre 2004 von einem gewissen Linus Torvalds, vielleicht bekannt als Linux-Erfinder, wo er relativ deutlich, ich werde jetzt nicht durch die E-Mail im Einzelnen durchgehen, wo er relativ deutlich sagt, C++ kommt als Implementierungssprache für Linux-Kernel, Dankeschön, nicht in Frage. Linus führt da, wie gesagt, die Folien könnt ihr euch mal runterladen, könnt ihr dann irgendwie mal genauer durchlesen. Linus führt dann die Gründe, warum das der Fall ist. Aber es gibt einen Vortrag von der Linus Plumber Conference zum Thema Rust, wo dann Linus ein halbes Jahr später gesagt hat, coole Nummer, werden wir Schritt für Schritt in den Kernel aufnehmen bzw. erweitern. Ich werde das relativ schnell durchgehen. Momentan die CPU-Architektur-Unterstützung ist noch eingeschränkt. Es werden unterstützt Intel 64-Bit, ARM 64, PPC und RISC-V. Andere CPUs sind geplant. Ihr braucht eine spezielle Compiler-Version. Die Sache steht auf GitHub. Es sind primär momentan Driver implementiert. Ich gehe davon aus, dass in 10 oder 20 Jahren nicht große Teile des Kerns in Rust implementiert sind, aber mehr und mehr diese Programmiersprache in den Kern Einzug gefunden hat. Ganz kurz noch ein paar Pointers. Ich will jetzt gar nicht so genau in Detail durchgehen. Den Neurostation Podcast gibt es leider nicht mehr. Also wer Rust lernen will, hört sich den Podcast an. Ungefähr zweiwöchige Episoden, ein Jahr lang, aber da wird dann einfach mal der Hörer an die Hand genommen, von den ersten Schritten mit Rust bis hin zu fortgeschrittenen Konzepten. Wie gesagt, hört es euch an. Rustation Station ist ein Community-Podcast, gibt auch eine Folge, wo ich dann dabei bin, wird mehr oder weniger, ich sag mal, infrequent released. Wie gesagt, und den Rest der Pointer dann auf den Folien. Gibt es denn noch Fragen? Würdest du die Fragen gerne wiederholen? Aber sicherlich. Also wir haben jetzt ungefähr noch 2 Minuten, 3 Minuten. Frage? Crates kann man auch als lokalen Server laufen lassen? Ja. Die Frage war, kann man ein lokales Crates Repository aufsetzen? Ja, klar, kann man machen. Man muss natürlich dann bloß Cargo sagen, pass mal auf, du gehst nicht nach crates.io, sondern du guckst auf dem lokalen Repository nach. Nächste Frage. Python hat das Problem, dass Leute bösartige Pips hochladen. Wie ist das bei Crates? Die Frage war, wie verhindert man das Hochladen von malicious Codes zu einem Repository? Beispiel Python. PyPy hat da schon gewisse Infrastrukturmechanismen eingeführt, die genau das verhindern. Crates.io ist da ähnlich unterwegs. Insbesondere sowas wie statische Codeanalyse und so finden da mehr und mehr Einzug. Da hinten gab es noch eine Frage. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Da hinten gab es irgendwo noch eine Frage? Dann bedanke ich mich für die Anwesenheit und wünsche euch noch viel Spaß. Und ich bin natürlich auch weiterhin hier. Wenn ihr Fragen habt, quatscht mich ganz einfach an.